Hallo alle und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Mod Journey. Schön, dass ihr an der Stelle wieder mit dabei seid. Und ich gehe mal in den Spectator. Es ist mal wieder Zeit für ein Vorstellungsvideo bzw. einen Rundflug um den Server. Wenn wir mal auf der Karte gucken, ein paar Gebiete sind neu mit dazugekommen. Da werden wir mal ein bisschen drauf eingehen. Das heißt, wir haben einmal einen neuen Spieler. Wir haben einmal Porcino, ist auf jeden Fall neu. Dann haben wir Shippy May ist inaktiv. Dann haben wir einmal Vari Nataira. Dann haben wir, gut, Evangelion nicht. Wir haben einmal hier oben haben wir Drunken Walters. Der ist auch an der Stelle noch mit neu. Und ansonsten war es das allerdings auch schon. Wir haben zwei, drei Spieler waren auf jeden Fall neu gewesen. Beziehungsweise ein vierter Spieler, der hatte sich hier dem Süden noch mit angeschlossen. Ist allerdings jetzt hier gerade nicht online und auch an der Stelle nicht zu sehen, nicht unbedingt. Okay, alright, das bedeutet, wir gucken mal, also bei uns auf dem Gebiet hat sich auch so einiges getan. Wir haben eine Industriehalle mit Immersive, da werde ich auf jeden Fall jetzt in anderen Videos nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie das da halt im Grunde genommen aussieht. Dann ist auf jeden Fall das Hauptgebäude ist zumindest schon mal soweit fertiggestellt, so von den Umrissen. Jetzt gilt es, das Ganze noch mit entsprechendem Inhalt zu füllen, so clean wie möglich. Das ist die Zielsetzung dieses Jahr bei mir an der Stelle. Dann haben wir hier einen Magierturm, der hier, den die liebe Vicky an der Stelle hier schon baut. Und wir haben einmal ihr Baumhaus. Aber ich glaube, das war auch schon im letzten Vorstellungsvideo da mit einer entsprechenden Schaukel hier. Da kann man sich hier hinsetzen und den Sonnenuntergang auf jeden Fall Profil auf jeden Fall dazu. Muss ich aber einmal nochmal ganz kurz nochmal umswitchen. Einmal auf Borderless Gaming, damit ihr auch keinen entsprechenden Rand seht. Okay, gut, sehr gut. Das bedeutet, wir gucken einmal weiter zu unseren Nachbarn, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen einmal zu The Freeze und genau, da ist auf jeden Fall auch einiges passiert. Ich finde hier, wie die Maschinen hier sozusagen angeordnet sind, das finde ich hier schon klasse. Sehr, 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 sehr gut gebaut und super, super klasse hier auf jeden Fall. Dann haben wir hier innen drin, haben wir auf jeden Fall eine Mob-Farm. Das habe ich alles tatsächlich bisher noch gar nicht so richtig gesehen. Dann haben wir hier, Thermogenerator Spirited. Also auf jeden Fall einen ähnlichen Weg gegangen wie ich an der Stelle. Und ich weiß nicht, ob er auch schon bei Mechanism ist. Sehe ich für meinen Teil zumindest so noch nicht so ganz. Gucken hier nochmal allerdings hier nochmal ein bisschen rein. Achso, das ist hier schon unser Gebiet an der Stelle. Okay, das ist. Wir haben auf jeden Fall relativ viele Essenzen. Auch Netherstar wurde sich da an der Stelle auch schon gekauft. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich auch schon Richtung Mechanism irgendwo unterwegs ist. Das müsste man sich allerdings einmal angucken. Also wir gucken nochmal. Wir haben hier die zwei Haupthäuser, da ist erstmal nur Villager. Hier haben wir auf jeden Fall die Dwarf stehen. Und hier haben wir eine Iron Golem Farm. Ich weiß nicht, ob wir hier unten tief drin dann entsprechend noch was sehen. Aber bisher so in der Form noch nicht. Okay. Vielleicht sehe ich da irgendwas noch nicht so richtig. Wir haben hier auf jeden Fall den Excavator, der steht hier auf jeden Fall. Wir haben hier noch die Immersive-Geschichten. Aber ich sehe tatsächlich noch nicht so richtig da irgendwas Richtung Mechanism. Oder beziehungsweise Stage 4 auf jeden Fall. Auch noch kein ME-System, oder? Fehlt mir da. Ah doch, ME-System ist auf jeden Fall da. Aber in das für Foregoing ist mit am Start. Aber noch nicht Richtung Dingens gegangen, also Richtung Mechanism. Okay, gut, dann gehen wir einmal zum nächsten, dann gehen wir einmal zu unserem Nachbarn, Hoyampel und Zauberer Graf. Jetzt gucken wir uns hier mal an, wie es hier entsprechend aussieht. Wir gucken mal rein, wir haben hier auf jeden Fall die Immersive-Maschinen. Schön angeschlossen hier auf jeden Fall mit den Ender-IO-Kabeln. Das finde ich auf jeden Fall immer noch sehr schick, dass sie hier auch mit entsprechend verwendet werden. Hier gut in Szene gesetzt. Und wir hatten, glaube ich, wollen wir mal gucken. Wir hatten hier, glaube ich, auf jeden Fall, das war, okay, dann haben wir das. Haben wir hier auf jeden Fall ein ME-System. Wir haben Input, Output,
also in der Capital City Bank. Also hier wurde auf jeden Fall mit Ender.io entsprechend halt gearbeitet oder wird mit Ender.io gearbeitet. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Immer interessant, wie auch andere Spieler das halt im Grunde handhaben. Ah, hier haben wir den Rover, hier haben wir verschiedenste Ad Astra-Geschichten. Also Ad Astra hat auch ein eigenes Gebäude bekommen. Das ist doch auf jeden Fall mal eine ganz interessante Sache. Aber auch hier so im Allgemeinen, das sieht schon alles sehr, 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 sehr gut aus, muss man sagen. Also das kann man so auf jeden Fall machen. So, hier haben wir auf jeden Fall einen kleinen Shop, wahrscheinlich so einen kleinen Verkaufsstand soll das hier darstellen an der Stelle. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch nochmal ein paar Potani Ports. Die wissen wir nicht, wo die entsprechend hingehen oder ob die komplett befüllt sind. Hier haben wir ein paar Bienchen. Hier haben wir auf jeden Fall Kühe, Schweine und Hühnchen. Das sieht auf jeden Fall alles sehr schick aus. Okay, gut. Das heißt, wir gehen einmal weiter und wir gehen einmal zum Team Düstfeuer und Heidi 77, wo auch noch Chaos mitspielt. Und ja, da können wir uns das mal angucken, wenn es denn entsprechend gleich lädt. Hier ist auf jeden Fall auch einiges passiert. Also das ist schon, wir haben jetzt auch noch das hier noch mit eingezäunt gehabt. Ich glaube, innen drin sind die, glaube ich, jetzt mittlerweile auch, ja. Na, noch nicht ganz. Ja, okay, innen drin, hier an der Ecke, hangel ich mich meistens auch immer ein Stück weit lang. Ich glaube, sie haben den Außenbereich, haben sie auf jeden Fall nochmal erweitert. Also das sozusagen hier jetzt überall auch entsprechend die Mauern stehen. Das ist natürlich wirklich schon ein riesiges Bauwerk, muss man einfach so sagen. Das ist schon echt crazy. Also wirklich richtig, richtig groß. Sehr, sehr riesig, sehr, sehr groß, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Also auch hier, mit Statue hier und so weiter und hier einem ME-Controller. Also das ist schon. Ich bin sehr, sehr begeistert. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und wirklich großes, großes Lob. Große, großer Daumen nach oben. Hier kann man sich wirklich echt was anschauen. Okay, dann haben wir. Dann gehen wir einmal zu Otak. Da dürfte ein bisschen was passiert sein. Nicht besonders viel. Aber wir sehen auf jeden Fall zumindest die ersten Immersive-Maschinen. Das heißt, es geht so langsam voran. Das heißt, wir sind im Stadium Immersive Engineering angekommen. Vielleicht aber auch schon in Phase 2 oder Stage 2. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein gutes Ding. Okay, ja. Ja, na gut. Okay, dann gehen wir einmal zum nächsten. Dann haben wir einmal Porcino. Da bin ich mal gespannt. Wir haben ein Schneegebiet. Und wir gucken mal. Wir haben die ersten Immersive-Dinger. Wir haben erste einfache Stromproduktion. Refinery geht auf jeden Fall los. Wir haben. Soll das eine Iron Golem Farm sein? Das sieht zumindest so aus. Oder die. Nee, Quatsch. Das ist das Wasserrad, was ich nur leider nicht sehe durch meinen Shader. Ah, okay, ich verstehe. Okay, gut. Das ist der Stand bei Porcino. Dann haben wir einmal das Team Enemies, was auf einem. Ist das ein einziger Chunk? Nee, ein Chunk ist, dürfte es nicht sein. Nee. Es sind schon mehr Chunks. Ein Chunk wäre ein bisschen wenig, auf jeden Fall auch. Allerdings sehr, sehr weit. Wir haben hier auf jeden Fall eine Turbine. Wir haben auch einen Reaktor auf jeden Fall entsprechend am Start. Das heißt, auch schon an der Stelle definitiv sehr, sehr weit gekommen. Und ja, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Hier haben wir gerade noch einen Widder. Ansonsten haben wir hier. Ah, da haben wir auf jeden Fall den. Ja, okay, hier haben wir die Fleet-Laser. Die sind allerdings auch nicht angeschlossen. Strom ist auf jeden Fall hier nicht am Start. Das heißt, die Laser, das produziert hier gar nichts. Hier ist aber Strom tatsächlich da. Okay. Gut, dort hinten auf jeden Fall Strom abgenommen. Okay. Ansonsten oben noch relativ viel Chaos, wenn man das halt so möchte. Und allerdings, wir haben auf jeden Fall Straßen, haben wir. Das ist mittlerweile auch noch neu. Das heißt, wir haben hier Straßen gebaut. Es gab ein Straßenbau-Event jetzt, wo die Leute Blöcke platzieren sollten, mussten, wie auch immer. Und ja, dementsprechend sieht das hier so aus momentan. Und ja, wie gesagt, hier geht so die Straße lang. Wir dürften gleich in den Tunnel kommen. Das heißt, es sollte jeder drei verschiedene Designs einreichen. Tunnel, Straße. Oh. Okay. Ja, da sehen wir, okay, hier haben wir den Tunnel, dann geht es hier einmal so links.
Und dann geht's hier auch wieder aus dem Tunnel raus. Das wird auf jeden Fall ordentlich was an Arbeit gewesen sein, hier einmal wirklich durch den Tunnel durchzugehen. Und dann ist man hier auch entsprechend bei dem Gebiet von Heidi und uns so gesehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier nach rechts abbiegen, dann kommen wir hier zu unserem Gebiet. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich mag Straßen jedes Jahr, auch wenn man halt natürlich im Modded-Bereich das halt tatsächlich halt weniger verwendet. Aber es ist halt immer wieder cool, so ein Straßennetz irgendwie zu haben, damit man da entsprechend auch mal was sieht. Okay, wir gehen zum nächsten Gebiet. Das heißt, wir gehen einmal zu Gabo. Das heißt, wir haben wir haben ganz viele Türme. Oh, das sieht aber cool aus. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Da kann man auch mal auf jeden Fall mal einen Screenshot von machen. Dann muss ich mal gucken, ob ich die richtige Perspektive finde. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Großes Lob. Ich glaube, innen drin soll, glaube ich, noch was gebaut werden, hatte Lars gemeint unter dem letzten Video. Ich baue wenigstens was Passendes, was in die Richtung geht. Okay, ja. Okay, ja. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Vielleicht wirklich hier irgendwas, was auch in die. Oh, hier wird auch noch was gebaut. Ah, nee, das ist sozusagen der Entwurf für das Event. Okay. Und hier haben wir auf jeden Fall noch mal etwas. Es wird ja tatsächlich, also sieht wirklich nicht schlecht aus. Also wirklich sehr gut. Okay, dann haben wir als nächstes. Oh, hier haben wir auch nochmal Garbo. Oh, was wird denn hier gebaut? Das hat doch nicht Lars gebaut, oder? Das sieht crazy aus, oder? Richtig, richtig gut. Das ist ja richtig strong. Gehen wir mal rein. Was ist das? Okay, das ist eine crazy Nummer. Das ist richtig stark. Das ist richtig gut. So, hier kommt es allerdings nicht rein. Also so mit Innenausstattung und so weiter ist das nicht. Das ist jetzt kein Gebäude, wo man reingehen kann. Aber so als Konstrukt von außen, also das sieht wirklich sehr gut aus, ne? Also, no joke. Sehr futuristisch, auf jeden Fall angehaucht. Crazy, wirklich sehr stark. Wow. Okay, dann gehen wir einmal zum nächsten Team. Dann gehen wir einmal zu Dolly mit Y. Ich glaube, der Spieler war, glaube ich, mal online gewesen, wenn ich das richtig im Blick hatte. Wir haben auf jeden Fall Ad Astra haben wir. Ich glaube, ein bisschen was hat sich getan. Ich glaube, sonst stand hier immer nur eine Kiste oder sowas in die Richtung. Also, man ist auf jeden Fall schon fortgeschritten zu Ad Astra. Auch immer sehr kompakt, ne? Also, gibt ja wirklich ganz viele Leute, ich mein Teil baust halt nicht so, die halt dann wirklich so extrem kompakt halt bauen und hier dann die Villager platzieren und so weiter und so fort. Alles hier so einfach so, weiß nicht, so ein Block auseinander. Ja, finde ich auch immer sehr interessant auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir zum nächsten Team. Wir gehen einmal zum Norden und, beim Norden, das ist natürlich wirklich ein Großbauwerk. Also wir haben gerade halt auch innenarchitekturmäßig, wie gesagt, immer noch sehr, 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 sehr geil mit diesen Eiszapfen hier, mit den Festplatten hier, oder mit dem Festplattengehäuse als Serverraum. Ja, also das sieht auf jeden Fall schon große Klasse aus. Man dürfte ja jetzt, bin mir gar nicht sicher, ob hier nochmal, ob außen jetzt so gesehen viel passiert ist. Soweit wie ich das mitbekommen habe, ist Robin für den Außenbereich zuständig und Bua eher für den Innenbereich. Deswegen kann ich gar nicht so sagen oder abschätzen, wie viel da jetzt in den letzten Tagen irgendwie noch mit dazugekommen ist. Aber es sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr stark und sehr, sehr gut aus, ne? Auch dieser ME-Controller oder ME-Kern, das ist schon, sieht schon echt geil aus, muss man sagen. Also wirklich sehr, sehr stark. Hier ist auch alles voll und konfiguriert auch schon. Oh yeah. Ja, not bad. Und wie gesagt, halt dass halt dieser ME-Kern so gesehen mit dieser Kette gehalten wird. Also sehr, sehr stark auf jeden Fall in Szene gesetzt. Okay, gut. Dann gehen wir einmal zu Drunken Walters, einem weiteren neuen Spieler. Wir sehen, okay, Dwar sind am Start. Wir haben die ersten Maschinen von Immersive Engineering.
Mit am Start und das dürfte vielleicht ein Windrad sein, was ich nicht sehe. Okay. Gut, dann haben wir das nächste Gebiet. Da haben wir einmal Evangelion. Glaube, da war tatsächlich nichts. Da war tatsächlich, glaube ich, nichts mehr passiert. Ja, genau, richtig. Ich glaube, immer wenn ich hier vorbeigekommen bin, dann wurde hier noch was geschmolzen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Gebiet, was an der Stelle momentan verwaist und inaktiv ist. Okay, wir haben allerdings nichtsdestotrotz haben wir hier auf jeden Fall eine Straße, die hier entsprechend lang führt. Oh, hier haben wir auf jeden Fall Flying Obsidian. Okay. Eine Abweichung vom Straßendesign. Ah, okay, interessant. Wir können mal gucken, wo die Straße lang geht. Ob sie da so entsprechend. Okay, wir haben. Hier geht's entlang. Okay. Wir haben hier. Oh, hier geht's in einem Tunnel. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, wurde das schon angeschlossen dann? Das ist ja crazy, okay. Ja, es lädt nur so langsam. Okay, hier haben wir noch Obsidian. Okay. Hier müsste man auf jeden Fall eine Brücke bauen und dann müsste man irgendwann eben das eine Gebiet da noch anschließen. Das heißt, wir haben hier, ja, okay, jetzt sieht auf jeden Fall geil aus. Ja, nicht schlecht. Das heißt, wenn wir hier mal reingucken, haben wir hier auf jeden Fall die Straße. Ja, sehr gut, sehr geil. So, okay, gut, dann haben wir das. Wir ziehen einmal hier. Okay, auf jeden Fall, wir gehen einmal zu Vari. Neue Spielerin. Ich hoffe, ihr gefällt das Projekt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. War allerdings nur mal kurz online. Das heißt, ich erwarte, dass da nicht besonders viel steht. Vielleicht auch nur Gebiet geclaimed. Sich mal umgeschaut. Mal reingebaut irgendwie ein bisschen. Oder sehen tue ich nämlich nichts. Vielleicht auch viel in der Farmwelt unterwegs gewesen, die ersten 1, 2 Stunden. Ja, mal gucken. Na, ah, doch, hier. Ah, der typische Anfang. Ein Crafting-Table und eine Kiste. Ah, okay, nicht schlecht. Gut, es geht weiter zum nächsten Gebiet. Wir haben, das nächste Gebiet ist The Fall of Equus. Mal schauen, was da Schönes passiert ist. Ich habe gehört, da ist ein Fission-Reaktor mittlerweile wieder im Einsatz. Der schon dreimal um die Ohren geflogen ist. Gefühlt ist das jedes Jahr auch bei Moritz der Fall, dass der Fission-Reaktor dann um die Ohren fliegt. Oh, wir haben auf jeden Fall. Oh, das ist aber viel. Das ist sogar viel Energie, Alter. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Okay. Okay. Ja, der Fusion-Reaktor produziert auf jeden Fall entsprechend Strom. Ja. Also Modpack-technisch da auf jeden Fall schon sehr weit gekommen. Dürfte an der Stelle fast schon der Abschluss auch sein des Modpacks, was jetzt sozusagen die Technik halt im Grunde genommen angeht. Weiß jetzt gar nicht, wie es magiemäßig da so aussieht oder ausschaut. Aber wie gesagt, vom Technikbereich her ist Mechanism halt das Ende. Mehr kommt da nicht mehr mit dazu. So, bei der magischen Insolvenz schauen wir mal, was da so passiert ist. Wir haben einmal auf jeden Fall einen Hafenbereich. Wir haben einmal ein Mana-Glas mit einem Baum drin. Und wir haben einen Bereich. Okay. Ja, ansonsten wird man hier wahrscheinlich ganz, ganz viele Ebenen entsprechend haben, die man, muss man hier mal gucken hier, ne? Also da haben wir die Iron Golems, haben wir hier, die haben wir auf jeden Fall den großen Blood Magic Part. Die Iron Golems. Auch interessant, ne? Das ist ein Power Spawner? Der spawnt Iron Golems, oder? What is he doing? Okay. Auch interessant. Deep Slate. Na, nach unten geht weiter. Nach unten geht es an der Stelle tatsächlich nicht. Okay.
Das ist gar nicht. Hat er eigentlich schon einen Reaktor? Also sehen tue ich da noch keinen. Ah, doch. Da geht's. Hier sind die Reaktoren. Schön reingebaut. Der Fission-Reaktor. Der läuft und läuft und läuft. Okay. Gut, also Dietz an der Stelle, auch das Modpack im Grunde genommen vom Technikbereich her zumindest auf jeden Fall abgeschlossen. So, dann gehen wir einmal zum Süden. Der Süden hat sich auf jeden Fall nochmal erweitert. Da ist nochmal ein Teammitglied auf jeden Fall nochmal mit dazugekommen. Und ja, wir sehen hier auf jeden Fall, dass ein bisschen was passiert. Wir haben hier auf jeden Fall Hasenparty. Halt ein bisschen Abstand. Na? Was machen die beiden hier Schönes? Oh, ein Warden-Spawner. Möchtest du das Geschenk haben? Oder soll ich es wieder mitnehmen? Irgendwie höre ich nichts. Ja oder nein? Er hat auch nicht geredet. Ich glaube, er hat auch nicht geredet. Okay. Ich muss eigentlich mal ganz kurz unterbrechen. Bin gleich wieder da. Bis gleich. So, und da bin ich an der Stelle schon wieder. Wir können ja nochmal schauen, ob hier nochmal gefightet wird. Manu, komm mal. Na, was macht Manu? Oh, Manu hat nicht viel Leben. Der wird. Wenn er der hittet. Möchtest du dir eins Warden kämpfen? Schlag mal mit irgendeiner Waffe drauf, die nicht deine Axt. Die nicht na? Deine Axt. Irgendwas. Der ist One-Hit. Ist das. Schlag. Ah, der erste Warden. Der erste Warden. Na, immerhin. Nicht schlecht. Okay. Freut mich, sehr gut. Auf jeden Fall, dann gucken wir mal weiter. Mit dem Bukas, da ist tatsächlich nichts mehr passiert, das ist momentan nicht online. Muss hier auf jeden Fall noch sein schönes Gebilde hier auf jeden Fall noch zu Ende bauen. Dann gehen wir einmal runter zu Tara. Bei Tara Craft ist richtig, richtig viel passiert. Das heißt, wir haben die Reaktorengeschichte, wir haben die Applied-Geschichte, also hier ist sehr, sehr viel auf jeden Fall an Technik. Was allerdings tatsächlich auch ein bisschen zu Lags führt, darf man definitiv nicht, nicht anders sagen, weil jedes Interface, was hier entsprechend hier gesetzt ist, das ist halt eben, ja, das kostet halt natürlich am Ende halt Performance und da muss man, ja gut, hier natürlich alles, ja, auch das sind halt natürlich alles Interface, die natürlich angeschlossen sind, grundsätzlich alles grün und alles leer, aber das kostet natürlich trotzdem ein Stück weit Performance. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall nochmal richtig viel Freifläche entstanden, was auch noch nicht geclaimed hat. Auch nochmal ganz interessant. Unten drin ist an der Stelle nichts, außer sozusagen, hier unten ist auch nochmal was vorbereitet zumindest. Was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall einen Powered Spawner von Ender.io. Okay, interessant auf jeden Fall. Wir haben, was haben wir denn hier? Einen Mob Crusher, der Mob Essence macht auf jeden Fall, okay. Mob Fan, okay. Controller, Router. Das ist aber tatsächlich gar nicht so schlecht. Die Idee dahinter ist tatsächlich gar nicht so schlecht halt auf jeden Fall, ne? Ja, interessant auf jeden Fall. Einen Wither, okay, also auf jeden Fall eine sehr, sehr fortschrittliche Basis, so kann man das, glaube ich, auf jeden Fall umschreiben. Ich glaube, Lutz ist auf jeden Fall ein bisschen noch hinterherhängend, spielt aber, glaube ich, relativ viel auch mit Tara an der Stelle zusammen. Ja, okay, wir haben auf jeden Fall Applied haben wir hier mit am Start. Wir haben Mystical ist relativ viel. Das sieht fast aus wie ein Blattaltar. Was haben wir hier? Botanik, Autocraft. Okay, entsprechend hier so reingebaut. Wir sehen, dass wir hier unten nichts weiter sehen. Was haben wir hier? What's that? Okay. So, dann haben wir, da haben wir was. Hier haben wir auf jeden Fall einen ME-Controller, der hier auch schon komplett voll ist mit irgendwie... Okay, auch interessant mit den ganzen Kabeln da. Ah, okay, ein kleiner ME-Controller auf jeden Fall.
Okay, haben wir auf jeden Fall auch nochmal einen Festplattenspeicher entsprechend. Okay, alright. Sehr gut. So, dann gehen wir mal weiter. Wir gehen einmal zu Altan. Altan. Auf jeden Fall, hier muss ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, um das auch entsprechend zu genießen. Ich finde den Baustil hier wirklich immer echt klasse, muss man sagen. Also zum Immersive Engineering Bereich. Oh, hier haben wir ein Lady Luftikus. Hey, hi. Na, zum Portalraum. Okay. Auf jeden Fall wird man hier erstmal sozusagen willkommen geheißen. Oh, das finde ich halt wirklich, ist halt so richtig, richtig geil eingebaut, muss man sagen. Das ist wirklich richtig, richtig große Klasse. Mach ich auch mal einen Screenshot. Muss mir mal überlegen, was ich da entsprechend nehme. Es sind viele, so viele geile Sachen. Oscars Prozessorbude. Vorsicht, bitte, bissig. Okay, hier haben wir auf jeden Fall die Prozessoren. Ja, mal gucken. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall einmal Immersive. Okay. Dann können wir mal hier unten reingehen. Ah, hier haben wir die ganzen Essenzen. Ah, okay. Dylan, störe ich dich gerade? Tatsächlich ja. Ich bin einmal weg. Warte mal. So. Genau. Da muss ich leider einmal entsprechend ablehnen. So, dann müssen wir einmal gucken. Jetzt müssen wir einmal schauen. Achso, er hat mich jetzt wahrscheinlich gar nicht gehört, weil ich noch auf Mute war. Wie gesagt, ich will jetzt allerdings nicht unbedingt in die Aufnahme entsprechend rein. Dementsprechend. Ich bin aber auch gleich durch und dann kümmere ich mich einmal um Lars. Also, wir haben jetzt einmal, jetzt müssen wir einmal gucken. Wir haben jetzt die Basis von Extromate. Da ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier nochmal viel passiert ist. Ich glaube, Spieler war wenig online gewesen. Ich glaube, da gibt es an der Stelle nicht besonders viel noch zu zeigen. Okay, dann können wir einmal weitergehen. Wir haben einmal der Süden. Aber wir haben noch vergessen, wir haben noch die mittleren Basen, haben wir tatsächlich noch vergessen. Tag and Millie, da dürfte nicht viel passiert sein. Nee, da ist, glaube ich, tatsächlich fast gar nichts noch passiert. Okay, es stehen auf jeden Fall noch sehr am Anfang, das Team. Dann haben wir auf jeden Fall einmal die Bambus-Piraten. Das ist ja an der Stelle halt auf jeden Fall halt ein Vierer-Team. Und das Vierer-Team ist auf jeden Fall schon relativ weit. Wir haben, glaube ich, da wurde mir gesagt, ich habe eine Etage vergessen, nämlich das Magiezeug. Also hier ist auf jeden Fall echt viel Richtung Magie passiert. Genau, das möchte ich an der Stelle nicht vorenthalten. Wobei ich allerdings halt leider sagen muss, ich kenne mich noch nicht damit aus. Ich kann echt noch gar nicht so sagen, was jetzt sozusagen das ist. Ich will mir das allerdings in diesem Modpack auf jeden Fall nochmal mit erschließen. Will auch nochmal Richtung Blood Magic gehen und auch nochmal Richtung Ars Novo. Also da sind die Zielsetzungen sind auf jeden Fall schon noch entsprechend da. Aber ich möchte natürlich auch etwas haben, damit man entsprechend was sieht. Und ich bin ja immer erst der Fan von Automatisierung und dann halt eben entsprechend halt Richtung Fortschritt, beziehungsweise anders, erst Automatisierung und dann halt eben Magie. So ist das richtig. Man sieht hier allerdings bei der Basis auf jeden Fall auch, dass man, ja, wie soll man sagen, auch außerhalb sozusagen was hat. Das heißt, man hat hier auf jeden Fall verschiedenste Portale, die sie hier entsprechend reingebaut haben. Nether, wir haben hier auf jeden Fall, ja, also sie haben auf jeden Fall einen eigenen Portalraum hier entsprechend. Was haben wir hier? Aufzug und wo es hier reingeht. Das weiß auch keiner. So, genau. Okay. Aber ansonsten, gerade halt auch so von oben, wie gesagt, mit dem entsprechenden Viererteam, finde ich das schon sehr, sehr schick gestaltet. Also viele unterschiedliche Gebäude und Elemente. Ich weiß nicht, haben sie hier jetzt irgendwie Immersive reingebaut? Tatsächlich, haben wirklich Immersive hier reingebaut. So soll es eigentlich auch sein. Also, wie gesagt, ähnlich, so wie ich oder wir das entsprechend gehalten haben. Entsprechend immersive. Okay, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Oh, Botania haben sie auch schon fertig gemacht oder sind auf jeden Fall auch schon in Botania hier weitergekommen. Also sieht das Team auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Das heißt, da ist das Team auf jeden Fall schon relativ weit. So, dann können wir einmal Team Yamato. Oh, hier haben wir auf jeden Fall einen. Okay, also er arbeitet so langsam auch mit dem Warden, also Hasenparty. Und hier haben wir auf jeden Fall auf dem Schiff, ja, auch das Schiff nimmt so langsam aber sicher mehr und mehr so seine Form und Gestalt halt entsprechend an. Oh, hier mit diesen Steelposts und so weiter, ne?
Ja, also schon eine geile Idee, muss man sagen. Sehr gut gemacht hier von Manga Mania, der das Team hier so ein bisschen auf jeden Fall führt. Ich glaube, Hasenpaar, die spielt auf jeden Fall auch noch eine ganze Weile auf jeden Fall mit. Dann gibt es, glaube ich, noch Kolibri, ist, glaube ich, noch mit in dem Team, aber ich glaube, Kolibri ist ein bisschen weniger da. Aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen. Auf jeden Fall hier wirklich sehr geil zusammengebaut. Viele sehr, sehr geile Bauwerke dieses Jahr. Ich freue mich schon. Das wird auf jeden Fall auch nochmal ein Thumbnail werden, wenn das auf jeden Fall entsprechend ausgebaut ist. So, und dann sind wir hier einmal bei Roymer. Das bedeutet, wir haben hier die unterschiedlichsten Raketen, wir haben den großen ME-Core, wir haben einen Widder am Start. Das heißt auf jeden Fall auch schon auf einem relativ hohen Stand. Wir haben. Ah, da ist er auch gerade noch mit am Schlüssel. Wir haben verschiedenste Erze, die wir hier entsprechend angezeigt bekommen. Über die Laser Duel dort einiges gemacht als Singlespieler über die Laser Duel. Jetzt muss man mal gucken. Hat er denn da eine große Laser Duel oder ist es einfach nur durch Aktivität? Wird hauptsächlich durch Aktivität sein, gehe ich mir davon aus. Durch einfach nur laufen lassen. Dass da halt, ja, das dürfte das in etwa sein. Also 14.000 Kupfer. 5000 Jelorium und so weiter und so fort. Diamanterz haben wir 199. So ist die entsprechende Verteilung davon zu sehen. Okay, hier haben wir auf jeden Fall die Trader. Auf jeden Fall ist hier schon echt einiges passiert. Ja, Mechanism auf jeden Fall. Die Anfänge von Mechanism sind auf jeden Fall da. Ich würde sagen, ungefähr, sogar als Singleplayer. Das ist gar nicht so schlecht, muss man sagen. Jetzt muss ich mal gucken. Time played. Da ist er gut durchgekommen, muss man sagen. 2,38 Tage. Gut, jetzt noch kein dickes Bauwerk halt oder ähnliches stehen. Anfang Mechanism. Ja, ich glaube, das ist auch ungefähr das, was man, glaube ich, durchaus sagen kann. Roundabout eben diese, gut, die 2,83 Tage, dadurch, dass der Server halt natürlich ein bisschen langsamer tickt, dürfte das nicht ganz aufgezeichnet sein, alles. Genau, da dürfte die Zeit insgesamt ein bisschen mehr sein. Okay, dann gehen wir noch einmal zum Team Ente. Und schauen wir uns mal an. Ente, Team Ente, auf jeden Fall hier der schicke Tower. Der ist allerdings tatsächlich von einem YouTube-Video kopiert, hat mein Teammate gesehen. Schmälert aber trotzdem nicht. Ich finde den Tower immer noch echt Hammer. Hier haben wir auf jeden Fall die Ente. Ente, 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 Ente. Dann haben sie, glaube ich, hier nochmal weitere Elemente noch mit dazu gebaut. Oder haben sie hier noch was gebaut? Ich glaube, die hatten hier noch was gebaut. Ne? Ne, das war von Myrilia, okay. Dann haben wir hier die Ente. Aber sie haben hier auf jeden Fall die große Krabbe, beziehungsweise den Eimer haben sie auf jeden Fall gebaut. Es gibt einmal die große Krabbe und einmal hier den Chunky Bucket. Wo sie, naja, sagen wir es mal so, unten drin halt auf jeden Fall einen Atomreaktor haben. Mal gucken hier, da ist nichts. Sie wollten erst die Fässer noch verbinden, dass sie auch wirklich radioaktiv strahlen. Nur schauen, nicht anfassen. Mal gucken hier, hat er irgendwie Fissile Fuel, Nuclear Waste? Okay. Dürfte eigentlich produzieren, aber ich höre zumindest kein Geräusch. Yellow Cake. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr nah am Spawn gebaut. Ich hoffe, der Reaktor fliegt nicht um die Ohren. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Okay, so, dann haben wir einmal, wen haben wir noch? Wir haben noch einmal bei Gurke, können wir auf jeden Fall nochmal nachgucken. War jetzt auch die Tage online gewesen, aber ich glaube, der ist so ein bisschen mit im Team bei sozusagen Ente. Kümmert sich hier auf jeden Fall an der Stelle eher um den Magie-Part, muss man sagen. Bin sehr gespannt. Okay, und dann haben wir als nächstes, haben wir noch das Team, was noch aktiv ist, T0. Schauen wir mal. Oh, hier ist auf jeden Fall. Ui, hier, so ein schickes Häuschen hier. Ja, wir gucken mal rein ins Häuschen. Ja, alles sehr small. Oh, hier mit diesen Doors. Okay. Ja, das ist doch auf jeden Fall mal etwas. Oh, hier sogar mit ME-Controller schon. Also es geht auf jeden Fall schon los, ja, not bad, ey. Also nicht schlecht. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Gefällt mir. T0, wie immer, sehr, sehr kompakt. Braucht irgendwie gefühlt nur zwei Chunks. Und es sieht trotzdem gut aus, muss man auch einfach sagen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sehr guter Baustil. Gefällt mir. So, dann gehen wir einmal weiter. Wir haben noch zwei Gebiete. Das heißt, wir haben einmal noch Nilalol Industries. Ich glaube, er war sogar mal online gewesen. Aber da dürfte nicht besonders. Ich glaube, er hatte mit Otak ein bisschen was gebaut gehabt.
Aber hier drin ist, glaube ich, tatsächlich nichts weiter passiert. Okay, dann haben wir einmal als nächstes die Zockerbrüder. Ach stimmt, nehmen wir drei Gebiete haben wir noch. Stimmt, die Zockerbrüder. Sehr, sehr weit innen drin hier. Wir haben tatsächlich schon ME. Alter, die haben aufgeholt, ey. Ich weiß gar nicht, wo haben sie das denn her, Alter? Jetzt muss ich ja mal gucken. Egon 88, der hat 1,9 Tage gespielt. Ah, okay. Deswegen ist er dann auch schon so weit. Ah, ich verstehe. Okay. Alright. Aber ich verstehe nur gerade nicht, wo sie denn. Was sind? Ah, hier, da geht's los. Ah, okay. Die haben hier auf jeden Fall ganz viele Essenzen. Haben viel mit den Essenzen gemacht? Also eigentlich ausschließlich. Okay. Ausschließlich mit den Essenzen gearbeitet. Ja, ganz viel mit Inferium gebaut. Inferium. Wo denn? Netherweed, Rubin, Gold, Iron. Ah, okay. Die ganze Seeds hat sich im Grunde genommen halt besorgt. Einfach stumpf auf. Um dann auch stumpf auf Mystical Agriculture zu gehen. Ah, okay. Verstehe. Und dann halt entsprechend hier unten einfach stumpf. Ah, okay. Hier haben wir noch die Immersive Maschinerie. Da haben wir die Immersive-Geschichten, okay. Und dann haben wir hier verschiedenste Erze. Aber die Erze? Wo kommen die denn her? Von was? Ich gerade noch nicht. Und die von der Ohrlaser Base? Okay, wir haben auf jeden Fall einmal hier Automatisierung ist hier auf jeden Fall einmal am Start, okay. Also Applied. Wir haben hier ein bisschen Energieversorgung, aber nicht viel. Und Energieversorgung ist natürlich auch nochmal so eine große Frage. Okay, hier haben wir auf jeden Fall den großen Kern. Auch sehr in die Hülle reingebaut auf jeden Fall. Okay, alright. Gut, ich denke mal, man hat, glaube ich, relativ viel entsprechend gesehen. Oh, hier wurde im Bergland wurde hier eine Straße gebaut. Das ist ja spannend. Okay, alright. Sehr cool. Hier geht es entsprechend runter. Dann geht's hier so längs, dann geht's hier so längs und dann geht's hier zum zum Bürger. Und ja, das ist doch echt geworden. Aber das ist halt natürlich echt steil hier nach oben, Alter. Okay, dann geht's hier so weiter. Die Straße habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Okay, sehr gut. By the way, an der Stelle eine kleine Anmerkung. Graue Straßen, grundsätzlich relativ schlicht, muss man sagen. Aber man muss auch mit dazu sagen, in Gebieten, wo sozusagen wo die Grautöne halt so ein Stück weit überwiegen, man sieht die Straße halt echt sehr wenig, muss man sagen. Also gerade wenn man jetzt hier oben zum Beispiel hinguckt, ne, dass du da hier so eine Straße hast, da sieht man halt echt wenig. Oder halt natürlich auch hier schimmert es halt natürlich irgendwie so ein bisschen dann halt noch durch, gerade halt auch, weil hier natürlich noch grau ist noch mit dabei. Hier unten sieht es natürlich schon wieder anders aus, auf grün halt entsprechend, aber natürlich auch hier, ne, also es vermischt sich halt trotzdem mit den ganz normalen Cobblestone oder Stone oder ähnliches und dann wirkt das Ganze halt auch ein bisschen verwaschen halt am Ende. Das nur an der Stelle eine kleine Anmerkung zur Straße oder zum Straßendesign. Okay, es geht auf jeden Fall bis hier hin. Bis dahin geht es auf jeden Fall. Das heißt, wir können hier nochmal ins Labor reinschauen. Mal schauen, wie es bei dem Labor aussieht. Das heißt, wir haben einmal die Magie-Ecke. Magie haben wir hier einmal. Einmal rein. Und ja, das ist halt eben ganz, ganz schwierig halt für mich. Also man kann jetzt euch jetzt gar nicht sagen, wie weit jetzt sozusagen Merosario hier mit Magie ist, wie weit er sozusagen den Magie-Part an der Stelle halt abgeschlossen hat, weil ich kenne den Mod halt an der Stelle halt gar nicht. Das sieht natürlich cool aus, muss man sagen, hier. Ritual, Boeisha, aber ich kenne den Mod halt leider einfach echt gar nicht und das ist leider echt so ein bisschen so mein Problem, um da entsprechend was zu machen. Aber ich weiß auf jeden Fall, das Ding macht. Oh, hier, das ist. Oh, tanzende Äffchen. Oh, hier unten geht's auch. Unten geht's allerdings auch tatsächlich nochmal weiter. Okay, wir haben hier auch nochmal Blood Magic. Das erkenne ich. Aber Altar an der Stelle auch noch nicht weit ausgebaut. Weil wofür die Bäume hier da sind, ich kann es euch einfach nicht sagen. Haben auch scheinbar viele, oder beziehungsweise viele haben auf jeden Fall die Bäume hier mit am Start. Aber ich kann euch einfach echt nicht sagen, wofür die Bäume hier sind. Ne? Weiß es nicht.
Wie dem auch sei, das ist auf jeden Fall so der Magie-Part, beziehungsweise das Magielabor. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch etwas, wo noch nichts drin ist. Hier haben wir auch etwas, wo noch nichts drin ist. Und dann haben wir einmal die andere Seite. Da können wir einmal reinschauen. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall die ganzen Botany Pots. Und Seeds und so weiter. Die gezogen werden mit Pipes. Okay, die werden auf jeden Fall gezogen mit Pipes. Das ist okay. So, dann können wir hier mal reingucken. Also das heißt, wir haben die ersten Mechanism-Maschinen, die hier stehen. Und wir haben einen ME-Controller mit einem ME-Drive, okay. Und wir haben verschiedenste Essenzen hier, okay. Wir haben Essenzen, Essenzen, über Essenzen. Soll das hier so einen Tisch darstellen? Das ist auch interessant, ne? So eine Kommandozentrale. Ah, okay. Alright. Oh, es steht ein Reaktor, Alter. Das wusste ich auch noch gar nicht. Das hätte ich auch nicht erwartet. Okay, da steht ein Reaktor. Ui, not bad. Hier steht auch ein Reaktor. Fusionsreaktor. Eieiei. Okay, nicht schlecht, muss man sagen. Das hätte ich nicht erwartet. Wenn ich mir jetzt so den Technikstand anschaue, hätte ich das so vom Prinzip her nicht gedacht. Hätte ich gedacht, da fehlt noch ein bisschen was auf jeden Fall. Aber nun gut. Okay. Fehlt scheinbar nichts. Nee, auf jeden Fall auch reaktortechnisch auf jeden Fall mit dabei. Okay. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, ich habe alle Teams abgefrühstückt, die wir hier im Grunde genommen so haben. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle war es das. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.